Das Tacuinum Sanitatis oder die Gesundheitstabellen ist ein mittelalterliches Manuskript über Gesundheit und Wohlbefinden, entstanden im Rheinland Mitte des 15. Jahrhunderts. Sein Text auf Latein basiert auf dem Taquin al-Siha, einem arabischen medizinischen Traktat, verfasst von Ibn Bodlan, einem christlichen Arzt, der in Bagdad geboren wurde und im Jahr 1068 gestorben ist. Der beeindruckende Kodex hebt sich von anderen mittelalterlichen medizinischen Traktaten dadurch hervor, dass er nicht nur ein Herbarium enthält, sondern auch umfassende Kapitel über verschiedene Themen wie Atmung, Bewegung, Erholung und geistige Gesundheit. Darin werden 6 notwendige Elemente zur täglichen Pflege der Gesundheit empfohlen: Essen und Trinken, Luft und Umwelt, Bewegung und Erholung, Schlaf- und Wachzustand. Sekrete und Ausscheidungen der Körpersäfte, Gemütsbewegungen und Einflüsse wie Wut, Freude oder Scham. Ein langer Abschnitt des Werks widmet sich einer ausführlichen Beschreibung der wohltuenden Wirkungen bestimmter Nahrungsmittel. Auch ein umfangreiches Herbarium ist darin enthalten. Während des Spätmittelalters war das Tacuinum Sanitatis so populär, dass Tacuino als Wort abgeleitet wurde, welches im modernen Italienisch für jegliche Art von Handbuch oder Notizblock verwendet wird. Laut den dargestellten Wappen zu Beginn des Buches gehörte dieses wunderschöne Manuskript Ludwig I. Graf von Württemberg und seiner Gemahlin Mechthild, Tochter des Kurfürsten Ludwig III. Von der Pfalz. Die Auflage des Tacuinum Sanitatis, erstellt vom Verlag M. Molero, ist die erste, einzigartig und unwiederholbar. Sie ist auf 987 nummerierte und notariell beglaubigte Exemplare limitiert. Mitgeliefert wird außerdem ein farbenprächtiger Studienband, der von Alan Twaite, Mitglied des Institute for the Preservation of Medical Traditions und der Smithsonian Institution, sowie von Carlos Miranda und Eberhard König von der Freien Universität Berlin erstellt wurde. Die Herstellung dieses Kodex erreicht ein dermaßen hohes Niveau an Perfektion, dass man sogar von einem Klon sprechen kann.